Ja, Hildrud, da bin ich wirklich gespannt, wie das schmeckt. Wie heißt das schon wieder? Ja, weißt du, ich möchte heute ein Linsengericht machen. Ja. So à la indisch, sag ich mal. Indisch. Ich will ja nicht behaupten, dass ich jetzt indisch original kochen kann. Ja. Aber ich habe mal sowas gelesen und habe gedacht, wir könnten das heute mal nachkochen. Ja. Es ist so, das geht recht schnell. Aha. Weißt ja, bei mir muss alles immer schnell gehen. Ja. Genau. Und Linsen. Ich bin auch schon fast fertig hier. Ja, die Linsen habe ich jetzt schon mal aufgesetzt. Ja. Weil die brauchen in etwa eine halbe Stunde. Die habe ich schon ein bisschen köcheln lassen. Ach, die hast du nicht am Vortag einweichen müssen? Nein, nein, das sind Berglinsen. Ah, Berglinsen, die kleinen braunen. Schau mal schnell rein. Ja, schaust du bitte mal rein. Ja. Das sind so diese kleinen Dinger hier. Ja. Die werden so groß. Ja, die habe ich aufgesetzt. Und mit ein paar Lorbeerblättern? Mit Lorbeerblättern. Ohne Salz? Ohne Salz, ja. Ja. Und die sind quasi nach einer halben Stunde schon gar. Ne? Mindestens. Wie war das? Ja. Eine Tasse Linsen, zwei Tassen Wasser. Ungefähr, so wie Reis, so ähnlich. Das war die einzige Vorbereitung? Ja, das war meine Vorbereitung. Und was muss ich jetzt weitermachen? Und jetzt hast du die Zwiebeln geschnitten, jetzt kommt Öl in die Pfanne. Öl in die Pfanne. Und aufsetzen. Und los geht's. Und los geht's. Und wenn das dann heiß ist, jawohl, dann kann es auch jetzt schon. Kannst du jetzt schon, das geht ruckzuck, ja. Ja. Also wir aromatisieren das Öl mit Zwiebeln, Ingwer. Und Knoblauch. Ein bisschen. Ja. So. Und liebe Zuschauer, wir freuen uns übrigens, dass Sie schon zuschauen, wieder mal dabei sind. Was ich vorher so faszinierend fand, ich habe mir das erklären lassen, schon bevor wir angefangen haben, sind die verschiedenen Bestandteile eines Currygewürzes. Können wir das nochmal machen? Hoffentlich kriegen wir es noch zusammen. Ja, oder? Also es ist so, wir werden das nachher damit abschmecken. Es ist so, das ist der Kreuzkümmel, der gehört unbedingt rein. Ja, das ist so ein typisches Gewürz, auch an Auberginen oder für Couscous in der Libanon-Küche oder so. Ja. Und dann gibt es noch, das ist Koriander. Mhm. Koriander gehört riecht nach Brot. Ja, nach Gewürzbrot. Brotgewürz, ja. Aber auch im Lebkuchen. Ja. Das ist Chili, da musst du aufpassen, sonst. Sonst wird es gefährlich, ja? Ja. Was haben wir denn hier? Das ist Kardamom. Kardamom ist auch so ein Lebkuchengewürz, aber passt auch gut in dieses Gewürzmischung. Ja. Und das hier? Das ist Kurkuma. Ah ja. Ja, man sagt auch, das ist so ein indischer Safran. Der hat einen Eigengeschmack, gell? Ja, der hat das ein bisschen bitterlich und ist appetitanregend. Und das Grüne hier? Ja, das ist was Spezielles, Boxhornklee oder Schabzigerklee. Ach, das ist in dem Schabziger Dings da? Ja. Hm, riecht nach Heu. Es gibt einfach eine pikante Note. Und das ist die Bestandteile eines Currys, ja? Ja, wir würden also jetzt mit kommt diesem jetzt hier würzen, das brauchen wir später. Ja, und das jetzt machst du aber am besten, du weißt genau. was. Und jetzt könntest du schon mal die Karotte machen und ich würze jetzt schon mal. Alles klar. Genau. Also, da tun wir mal mindestens einen Teelöffel von diesem, oder zwei Teelöffel Kreuzkümmel rein. So viel, ja? Ja, das schmeckt sehr gut. Aha. Und vom Koriander würde ich auch so viel reinmachen. Das ist ja auch Geschmackssache, Christoph. Du musst also da. Die sind ja gar nicht so scharf, einfach nur vollmundig, gell? Vom Kardamom Flaschen Teelöffel. So. Wow. Du kannst ja experimentieren, das ist ja kein Gesetz, ne? Dass du das so und so machen musst. Und von dem Kurkuma tue ich auch ein bisschen was rein. Und das wird geröstet jetzt? Das wird jetzt ein bisschen mitgekocht und dann kommt das Gemüse rein, was du jetzt klein schneidest. Mhm. Und dann kommt noch von dem Schabzigerklee ein bisschen rein. Und zum Schluss von diesem Chili. Dann nehme ich mal so ein bisschen. Ja. Wir können eventuell noch mal ein bisschen nachwürzen. Dann. So, jetzt wird das hier mal rumgerührt. Und sobald du das Gemüse hast, kommt es rein. Ja, gut. Einfach rein. So. Und dann machen wir noch die Paprika rein. Ja, auch so in Streifen geschnitten? Ja, in oder? Streifen, wunderbar. Und was ich auch noch habe, einfach, dass es ein bisschen farbenprächtig wird. Ich habe im Gefrierschrank noch etwas Bohnen. So tiefgefroren, ne? Ja, so grüne Bohnen. Da tun wir auch mal ein bisschen von rein. Die brauchen ja auch ein paar Minuten, ne? Ja. So. Ach, die werden dann richtig hellgrün. Ja, nachher, die werden dann ganz schön. Schön. So. Ja, das ist so ein richtiges Sammelsurium kochen, gell? Man hat von allem möglichen was und tut es einfach zu den Linsen. Das könnten auch Lauch sein oder Wirsing. So, ich werde jetzt ein ganz kleines bisschen Wasser aufgießen. Habt ihr es da hinten schon? Und dann muss noch die Paprika rein. Wie viel möchtest du rein? Ja, kannst du schon das gut.
Das ja. reichen. Ja. Ich brauche ein paar Minuten. Jetzt ja. habe ich gedacht, während das kocht, ja. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Und da würde ich halt jetzt ganz einfach mal eine Nachspeise vorschlagen. Das ist immer gut. Ja? Und ich habe mir gedacht, wir machen eine Kokos-Ananas-Creme. Und das schmeckt? Oder schmeckt wunderbar. Ja, sehr ich habe ja schon ein bisschen vorbereitet mit Kokosmilch. Ja, klar. Du wolltest den Deckel drauf tun, ja? Ja, Deckel würde ich drauf tun. Ja. Ah, so, ja. Und den tun wir jetzt mal hier kochen. Und was haben wir hier? Das ist also Kokosmilch, sag also ich mal. So aus der Dose oder Packung? Packung direkt oder Dose. Rein. Ich hatte ja? jetzt hier eine Dose, das habe ich schon mal vorbereitet. Daheim. Das muss man das meistens brennt. Ein bisschen aufrühren, ja. weil das sehr fest ist. Und wie geht das dann weiter? Ja, und jetzt kommt Zucker rein. Ja. Und dann wird es ein bisschen angedickt mit Speisestärke. Aha. Und dann ist die Sache fertig. Das dann sind tun wir so das in eine Schüssel. 400 ja. Milliliter, glaube ich. Etwa 400. Ja. Dann machen wir jetzt mal so ein. Das ist selber schon etwas süß. So zwei Löffel Zucker vielleicht. Ne? Mhm. Und jetzt rühre ich noch Speisestärke an. Da habe ich hier schon Wasser. Also man nimmt die Menge, wie man Kokosmilch hat, Wasser. Und dann vom. Vielleicht ein bisschen weniger von der Kokosmilch, von dem Wasser. Aber ja. Und ich nehme dann ungefähr so zwei Esslöffel von der Stärke. Also bei 400 Milliliter ja. Kokosmilch, zwei gescheite, ja. so. Gut gehäufte Esslöffel Stärke. Das müsste reichen. Und die rühren wir jetzt hier die einfach rühren auf, wir. So, sobald dass das hier kocht. Alles vermengt ist. Und das kommt jetzt hier rein. Erst zum Kochen bringen. Ah, erst zum Kochen, erst zum Kochen bringen. Und ich tue hier schon mal. Das müssen wir nochmal umrühren. Das Gemüse verrühren. Ja. Mmh, das ist ja herrlich. Das ist eine richtige Gewürzmarinade, gell? Mhm. So, das ein paar Minuten brauchst du noch. Ja. Und dann kommen die Linsen runter. Schmeckt das schon? Ja, das kannst du mal testen. Probier du mal. Hier. Hm. Das ist ein interessanter Geschmack. Mhm. Gar nicht mal scharf, aber einfach total aromatisch. Mhm. Trotz der Menge, die du reingetan hast. Gell? Genau, da könnten wir jetzt noch ein bisschen Salz drunter machen. Mhm. Danke, so, noch viel. Ich werde auch ein bisschen eine Prise Salz hier in unsere Süßspeise geben, weißt du? So als Geschmacksverstärkung. Ja, da gehört ja? immer eine Prise rein. Ja. Das kennen Sie ja, liebe Zuschauer. In die süßen Sachen eine Prise Salz, in die salzigen Sachen eine Prise Zucker. Also den Chili merkst du schon. Ja, mit der Zeit dann, ja, gell? Ja, ja. 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 Mhm. Okay. Jetzt lassen wir das einfach mal so weiterputzeln. Das so. Dauert ein bisschen. So, jetzt haben wir hier die Linsen. Ja. Und was ich noch drunter tue, ja. sind Kichererbsen. Ich habe nämlich noch ein bisschen was übrig. Das Aha. ist eine. Ja, die mag ich so, ja total. Die gern. Magst du total, ja, ja. ne? Das ist halt so, die aus dem Glas, weil ja. die musst du einweichen über Nacht. Und dann am nächsten Tag lange kochen. Ja. Und dann abwaschen. Dauert viel zu lange. Gut. Dann habe ich gedacht, die nehmen wir aus dem Glas. Genau. Das ist auch immer interessant, wenn man so mischt. Mhm. Fertigprodukte, Frischprodukte. Nach was für einem Kriterium ist das fertig? Ja, das Gemüse, also bis fest ist noch. Muss dann ja. ein bisschen was zu kauen haben. Mhm. Mhm. Also nicht ganz weiß. Ja, und jetzt machen wir das so. Ja. Wir können die Linsen dann drunter geben. Ja. Warte, ich nehme das raus. Ja. Ja. Einfach unterrühren. Untermengen, ja. Und dann? Machen wir mal mit dem Dessert weiter. Ja, also ich hole jetzt das mal aus dem Kühlschrank. Ja. So. Das, das heißt, wir haben die Creme hier, nachdem sie fest wurde, abgekühlt. Genau. Und dann nochmal mit dem abgetropften Saft von den Ananas. Ja, kannst du noch du hast ja noch mehr abgetropft. Kannst du dazu machen. Und wieder glatt gerührt. Genau. Und dann kommen die Stückchen drunter. Ja. Und dann richten wir das an in Schälchen. Und du bist sicher, dass das schmeckt? Ich gar nicht. Ich, gar ich würde nicht. Sagen, ja. Oh. Voll, ne? Du, ganz toll. Wenn du gute Zutaten hast, kann gar nichts passieren. Also der feine Geschmack mit Ananas, ja. Rein damit. Rein, ja. Einfach unterheben so. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen einfach so Gläser. Mhm. Jetzt kommt es da rein. Jetzt brauche ich nur einen Löffel oder Löffel. Einen Schöpfer oder sowas. Mhm. Ich muss hier noch ein bisschen rühren. Du musst rühren. Ein bisschen rühren. Und jetzt machen wir das einfach da rein. Das sieht gut aus mit diesen blauen Gläsern. Hm? Ja, und richtig jetzt erfrischend. Wäre es natürlich nicht schlecht, wenn wir es noch ein bisschen schöner machen. Ja. Ich sag jetzt mal. Von der Deko her. Ja, ja. Ich habe Kiwis da. Ja. Ich dachte, da könnte man Kiwis nehmen. So, hier die Creme, mal. Schau mal. Ja, die ist schon sehr gut. So, Christoph, ich werde jetzt schon mal hier mit einer Kiwi anfangen ja. zu schälen.
Weißt du, man braucht ja mal ein bisschen Farbe. Ja. Und grün finde ich eine schöne Farbe. So. Vielleicht machen wir das einfach so, dass ich das so da reinstecke. So. Okay, dann gießen wir hier mal unsere Dessertcreme. Ja. Sieht jetzt sehr weiß aus, aber... Ja. Und es wird dann wahrscheinlich, wenn es kalt ist, wird es ein bisschen fest. Ja. Macht aber nichts, kann man also dann gut ausschlagen. Und der Ananassaft gibt dann noch einen schönen gelblichen Farbton. Mhm. Und es wird ganz, ganz steif. So, das und wir ab jetzt in den Kühlschrank. Kühl. Ja. So. Schön. Christoph, jetzt haben wir hier die Nachspeise, die machen wir noch fertig. Da würde ich jetzt einfach ein paar Kokosraspeln drüber tun. Weißt du, wir haben ja, sind ja unter uns hier. Hm? Schön. Mehr habe ich heute nicht zu bieten. Aber es sieht doch schon mal nicht schlecht das aus. Ist ja ne? Toll, ne? So, stellen wir mal zur Seite. So. So. Ja, jetzt kommt unser Linsengericht. Ja. Da machen wir diesen Teller mal. Einfach voll in die Mitte? Einfach oder? Voll, richtig den Berg. Mhm. Mm. Chili, den merkt man. Ja, aber es geht. Ich glaube, es ist schon gut. Nee. Oder noch ein Abschluss, krönender Abschluss. Danke. So. Petersilie drüber. So richtig großzügig über alles. Genau. Ja. Schön grün. Mhm. Wunderbar. Ganz so großzügig sein. Und jetzt kommt diese Sesamsaat da drüber. So, was hältst du davon? Ja, Achtung, fertig, los. Liebe Zuschauer, wir probieren. Der Duft ist wunderbar von diesen Gewürzen. Und haben Sie ruhig Mut, obwohl das jetzt nicht heimische Sachen sind, haben Sie Mut, kochen Sie mal mit diesen Gewürzen, kriegen Sie überall. Und wenn Sie ganz unsicher sind, nehmen Sie Currymischung vorher schon gemischt. Also Hildrud, herzlichen Dank für die gute Idee. Jetzt probieren wir mal. Die Karotten sind genau richtig, ne? Du ganz leicht bis fest. Und willst du mit der Nachspeise jetzt? Die wollte ich auch gerne mal probieren. Ne? Erleben Sie den neuen Winterkatalog von Lebe gesund. Ehrliche Lebensmittel vom Anbau bis zum Kunden. Das saftig-nussige Früchtebrot und den edlen Marzipanstollen aus bestem Dinkelmehl. Auch ein beliebtes Geschenk, die feinen handgemachten Elisenlebkuchen. Natürlich dürfen die allseits beliebten Frischkräuterpestos nicht fehlen. Beste Qualität aus eigener Naturproduktion. Auch die große Auswahl an Steinmühlenbroten und Gemüse erhalten Sie bequem und frisch per Versand. Sie suchen gute Qualität zum wirklich günstigen Preis in den Spuren der Natur. Unsere Supergünstig-Marke bietet Produkte mit Zutaten aus kontrolliert konventionellem Anbau, verarbeitet in bewährter Lebe-Gesund-Qualität. Fordern Sie jetzt Ihren Gratiskatalog an unter 0800 122 4000. Wir liefern garantiert frisch, schnell und sicher verpackt direkt zu Ihnen nach Hause. Und übrigens 100% vegan seit über 20 Jahren. Wer war Jesus von Nazareth? Das ist mein Wort, Alpha und Omega, das Evangelium Jesu, die Christusoffenbarung, welche inzwischen die wahren Christen in aller Welt kennen. Hier spricht Christus authentisch über das prophetische Wort in unserer Zeit, über sein Leben und Wirken als Jesus von Nazareth und die wahre Bedeutung seiner Erlösertat. Jetzt auch als E-Book unter www.dasistmeinwort.de. Liebe Gourmets und Freunde der vegetarisch-veganen Küche, nutzen Sie die Chance und schmecken Sie rein in die Lebe-Gesund-Palette auf Sondermärkten und Messen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit unseren Klassikern aus friedfertigem Landbau. Kommen Sie vorbei, Sie werden begeistert sein. Probieren Sie es. Vegetarisch-vegan, die Zukunft für das Leben. Jetzt aufgepasst, diese Woche in Solingen, Rapperswil und Hamburg. Das tierfreundliche Kochbuch, das vegetarische Volkskochbuch. Viele Rezepte aus der internationalen Küche. Leckere pikante Gerichte, fruchtige süße Speisen voller Lebensenergie aus der Natur. Schnell gemacht und schnell gekocht. Bestellen Sie Ihr vegetarisch-veganes Volkskochbuch, das tierfreundliche Kochbuch. Mit Gratis-Rezepten und deutschlandweit portofrei. Kommen Sie vorbei, Sie werden begeistert sein. Diese